So Leute, da sind wir wieder. Neue Runde. Heroes of the Storm. Der nächste mittlere Held, der hier ansteht, ist Tassadar. Er ist ein Fernkampf-Assassine, war mal Support. Vor einem großen Rework hat er seine Verbündeten mit Schilden versorgt, Schaden verhindert. Jetzt macht er ordentlich Selbstschaden, wurde ordentlich damals verändert. Neu hinzugekommen ist sein Schockstrahl. Er macht in der geraden Linie Schaden und verlangsamt Gegner. Psy-Sturm ist gleich geblieben, kleiner kreisförmiger Bereich, macht Schaden ziemlich schnell und der Schaden wird mit der Zeit mehr. Die Kraftfeldwand war früher eine heroische Fähigkeit, ist jetzt auf seinem E-Baseline. Eine unüberwindbare Wand, die 2 Sekunden bestehen bleibt. Resonanzstrahl, seine Auto-Attacks ist jetzt wie so ein Strahl auch und verlangsamt Gegner. Und der Schaden wird erhöht mit der Zeit, je länger man angreift und die Mana-Regeneration wird erhöht. Archon, du schwillst an und machst mehr Schaden und kriegst ein Schild und schwarzes Loch. Du machst so einen kreisförmigen Bereich vor dir, der macht der Schaden? Das Zentrum verursacht Schaden, genau, und betäubt Gegner, genau. Also ein großer Crowd Control. Mal schauen, worauf wir dann gehen. Archon ist halt ziemlich stark, das kann aber auch ziemlich stark sein, um das gegnerische Team durcheinander zu bringen, auch um gewisse Fähigkeiten des Gegners zu unterbinden. Ich selber habe mit dem neuen Tassadar relativ wenig Übung. Den alten habe ich tatsächlich gern gespielt, den Supporter. Ja. Haben wir jetzt nicht mehr, die Supportrolle übernimmt in unserem Team, habe ich gerade gesehen, Lucio, wenn ich das richtig gesehen habe, genau. Bei des Gegners Seite Mal'Ganis, der Tank, Anduin, der Heiler. Da könnte ich tatsächlich drüber nachdenken, auf Schwarzes Loch zu gehen. Einfach um die Heilungsulti vom Anduin eventuell auch Triple Tap von der Nova. Und ja, mal gucken, wie wir es machen. Ach, Kaffee. So. Schlachtfeld der Ewigkeit. 2 Immortals in der Mitte, die sich ewig gegeneinander bekämpfen. Gab mal so ein schönes Video von Carbot Animations hier auf YouTube, bei dem die beiden einfach nur Federball spielen. Ja, der Hintergrund ist nämlich der, die würden halt für alle Unendlichkeit gegeneinander kämpfen und keiner von beiden würde gewinnen oder verlieren. Und wir bringen ja den Kampf nur durcheinander, indem wir auf einen der beiden Schaden machen. Und die beiden würden einfach nur ewig lang friedvoll miteinander ein bisschen Federball spielen. Ja, war ich ziemlich gut getroffen von der Idee her, ja. So, haben wir hier eine Möglichkeit, easy Outdoor-Attacks zu machen. Fernkampf. Ich habe eigentlich nur... Na, obwohl, sie macht Klone und wir haben ziemlich viele... Genau, der Resonanzstrahl. Ich muss es ja nur voll aufgeladen haben. Ja, ich gehe auf Auto-Attack wieder. Stacking Quest. Hier passt alles. Jawohl. Let's go. Natürlich. Nein, ich schlaf. Bin ich schlaf. Da kann ich meinen Resonanzstrahl aufladen. So, ich muss nur gucken, dass ich immer auf 100 bleib. Genau. So. Genau, da bleibe ich auf 100. Bringt mir natürlich nichts, wenn ich dann tot umfall. Verdammt!
Ah, jetzt habe ich nur unten auf das hier geguckt, ne? Das muss nämlich auf 100 bleiben, damit ich hier die Aufladung, also die Quest-Stacks krieg. Ragnaros hat dabei oben Free Push, oder? Sehe ich das richtig? Nee, Sagara ist jetzt top, okay. Ich komme, meine Freunde. Ah, überlebe! Boah. Was macht denn der? Macht Corruption, okay. So, und jetzt können wir uns hier aufladen. So, dem geben wir keine Stacks. So, da können wir unseren Auto-Attack hochhalten, genau. Auto-Attack hochhalten. Auto-Attack hochhalten, was macht denn der? Ganz schön viel Schaden. Oh, schade. Da ist die echte. Da ist ein Globe drin. Glaube, möchte ich gerne haben. Dankeschön. Okay, oben killt der. Aua. Aua. Ah, Mann. Gewährt bei voller Aufladung einen Schild. Jawohl, das nehmen wir. Schild brauchen wir. Irgendwie. Fallen wir noch zu schnell um. Die Stacks sind relativ schnell voll. Bei 80 Sekunden springt er auf ein Ziel weiter. Eilt zu mir, meine Verbündeten. Tja, der Ragnaros kommt, wunderbar. So, auch an den hier kann ich meinen Strahl aufladen. Na, nett raus. Jawohl, sehr schön. Haben wir genommen. Ah, ich habe meinen Strahl aufgeladen bekommen. Big Legs hat der, das ist schade. Sorry. Not so sorry. So, den machen wir mal schnell weg. Oh, das können wir easy deffen. So, jawohl. Okay, und dann machen wir noch ein bisschen Schaden auf ihn hier. Ja, aber so. Oh, oh, oh. Okay, können wir noch Schaden drauf machen? Den Schild ein bisschen runter zu kriegen vom Immortale. Den beschützen wir. So. Jawohl. Sind nicht tot umgefallen und ich gehe hoch. Ich werde kommen. Aua. So, und da können wir uns easy ein bisschen aufladen. Ja, total easy. Jawohl, der geht da rein, das ist gut. So, das war ein guter Schaden. So, erzeugt Psi-Stürme, das ist auch gut. Den schießen wir noch drauf. Jawohl. Auf den schießen wir. Ah, ich will eigentlich den Immortale. Ah, Kinger, aber leider nicht. Jawohl. Ist fertig. So. Ja, kann er mich. Nicht so langsam. Hat die. Ja. Hat sie. Hier können wir das hier machen. Und das hier machen. Ah, da schlafe ich.
Da schlafe ich immer noch. Krieg sie nicht. Ah! Ich überlebe aber. Upsi. Ja, mal ganz back. Ich port mich auch back, weil immer wenn du back drückst, wirst du instant geheilt. Also wenn ich jetzt nur hier reinlaufen würde, dieser Burst Heal fehlen. So, hier können wir jetzt das noch rausdeffen versuchen. Ah, Triple Tap. Okay. Okay, währenddessen machen die Gegner schon Schaden auf ihrem Immortale. Das müssen wir natürlich hier... suchen. So. Und dann, was kriegen wir denn? Wir kriegen Moshpit, wir kriegen... Machen wir mal das schwarze Loch. Oh nein. Da habe ich sie. Aber leider kriegen wir sie nicht down. Doch, wir kriegen sie down. Jawohl, nice. Den kriegen wir auch down. Jawohl, jawohl, jawohl. Und da bin ich drin. Team! Was macht der Ragnaros? Ah! Kriegen es nicht gebacken. Wir haben zwar zwei Kills gekriegt. Nicht wegen meinem schwarzen Loch. Hat der Ragnaros eher reingezogen, musste der dann weg. Hatte der dann kein Leben mehr? Oder was war das Problem? Oi, da. So. Tja. Okay. Bisschen Schaden gemacht, bisschen geärgert. Aber jetzt massiv. Wollte mich noch ein bisschen in den Weg stellen. War nicht notwendig. So, hier kann man noch ein bisschen Out-Attacken. Jawohl, jawohl, jawohl. Da boopt er ihn raus. Upsa. Das ist Gift! So. Ja, okay. So. Wir könnten oben versuchen, die Zagara. Da. Okay, haben wir. Und das Ulti haben wir auch gekriegt, sehr gut. Die
Wahrscheinlichkeit nicht mehr. So. Habe ich dich fallen lassen? Ich bin fast da. Aua, aua. Jawohl, da wird's massiv. Hab leider keinen mehr getroffen. Die Nova ist aber umgefallen, das ist gut. Ich glaube, die Wand war gut. Aua. 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 Okay. Schade. Da schlafe ich wieder. Jetzt bin ich wahrscheinlich zu deep. Ah, ich bin zu deep. Leider hat auch der Moshpit vom ETC keinen getroffen. Der stand dann mittendrin. Stand nur dabei. Unten drückt dabei das Camp rein. Ja, schade. Fing keinen Zug drauf. Sind in stetiger Veränderung. Genau. Die Kala wird ewig. So, der Immortale wird jetzt oben kommen. Ich stecke ein bisschen in der Klemme hier. Und da rein. Jawohl. Das war gut. Ich schlaf. Ich bin ewig ground controlled. Was ist denn kaputt? Da geblieben. Jawohl. Das ist guter Schaden. Das ist guter Schaden. Jetzt. Sag mal! Ah, schade. So, kriegen wir sie alle. Jawoll. Halt, lass mich. Dahin. So. Haben zwar den Schaden machen können. Aua! Kriege aber ordentlich Core Damage. Ah! Also der Fight zum Schluss, der war schon nice. Aber für welchen Preis? So, die Gegner sind jetzt gleich wieder da. So weit, so gut. Dann nehmen wir raus. Okay. Den Creep nehmen wir nochmal raus. So, wenn wir jetzt nochmal so einen Teamfight bekommen, wie gerade eben. Oben die Zagara wieder rausnehmen. Enter.
Jawohl, good job. Zoning. Den nimm mal raus. Jawohl, den nimm mal raus. Jawohl, nice. Okay. Comeback time. Ah! Okay. Mach mal das. Jawohl. Go. Okay, und die Zagara war wieder. Die haben auch keinen 20, tatsächlich. Okay, der schmeißt beide raus. Aber dafür haben sie jetzt keinen rausschmeißen mehr. So. War das die echte? Nein. Was ist ein Globe noch? Nein, er hat die nicht. Jawohl, der Hammer! Ziemlich cool. Der Immortale steht auch noch da. Jawohl, wird's massiv. Stellen wir uns im Weg. Oh, die Nova! Das war wichtig. Ah! Den nehmen wir raus. Den nehmen wir auch raus. Okay. Kriegen wir nicht mehr. Es sind zwei tot, Leute. Ja, ich will eigentlich auch pushen. El núcleo está bajo ataque. Vamos, rudos, tienen que reaccionar. Okay, pass auf. Verlass den Kampf. Entaro Adun. Guck mal, irgendwo da oben war sie doch. Ragnaros stirbt. Ah, ich glaube, das war jetzt echt falsch gespielt, glaube ich. Two ults down, okay. Kämpft weiter, Krieger! Okay. Nur der Tod wird dich meinen Klauen. Dann oben das Camp noch. Ich gewähre euch meine Hilfe. Okay. Dankeschön. Ich schlaf. Oh Mann. Ah, ich kam nicht mehr raus. Verdammt. Oh, und der Lust jetzt auch noch erwischt. Naja, dann ist jetzt GG. Puh. Ach komm, schade. Bumm. Oder ist GG? Der Gul'dan ist ziemlich down. Nein, Moshpit hat's unterbrochen. Aber müsste er gleich wieder haben. Ja, hat er wieder. Hat er wieder. Ragnaros ist
Kann er noch den Schaden machen? Wow! Okay. Ist aber leider kein Schaden da. Gut gemeint, aber... Oh nein, sein doppeltes Wegdrücken hat die... Ich glaube, war es sein doppeltes Wegdrücken? Hat die Gegner aus seinem Death Metal rausgedrückt. Ja, schade. Ja. Good luck next. Naja. Der Anduin war wirklich der Game Changer hier mit seinen Zurückziehen. Also, dass er Teammates zu sich herziehen kann, hat er den einen Teamfight unten beim Vor für sein Team entscheiden können. Aber es war tatsächlich, Comeback Feelings waren dabei. Das schwarze Loch hat jetzt nicht so krass viel gebracht in dem Einkampf unten, ja. Und dann hat eben Anduin seine Teammates herziehen können. Auf Kaidarin Amulett, Plasmaschild, Lichtbogen, schwarzes Loch, Rückkopplung, mentale Erschütterung und Kugelblitz. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und oder Kommentar, ja, würde mich sehr freuen. Und im nächsten mittleren Helden spielen wir Todesschwinge. Bis denn.